Ah, ein Beat. Oh, die Siege. Die Siege. Oder was? Oder was? Oh. Ey, wir haben jetzt hier Sachen drauf. Ja, cool. Mann. Hey. Hey. Ja. Wir werden mal heftiger. Ja, Mann, was meinst du? Was meinst du? Du bist ein Sieger. Ey, das ist das Erste. Das ist das Erste, was wir gemacht haben. What? Erste, das ist. Aha. What? Huh? Bruh. Es wird die ganze Zeit so gehen. Ja, das ist keine Folge, es ist einfach nur. Nee, okay. Ey, cool. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist so schön von euch. Vielen Dank. Also ich bin auch so hart berührt. Schön, dass ihr alle wieder da seid bei einer neuen Folge von Bruder was? Bruder was? Folge, ich weiß, ich zähle gar nicht. Nee. Ich habe gar keine Ahnung mehr. 16, 17, irgendwie sowas. Müsste, stimmt, 16 sein, ne? Ja. Keine Ahnung. Wir sind die ganze Zeit aufzeichnen, aufzeichnen, aufzeichnen. Und in letzter Zeit bei dir nochmal aufgezeichnet. Es gibt noch ein, er hat einfach noch einen Podcast jetzt. Genau. Mit, wie heißt der Bruder eigentlich? Ich kenne nur seinen Instagram-Namen. Mohamed Bujaidini. Ja, wir haben ja nicht die letzte Folge die ganze Zeit über seinen Namen geredet. Genau. Ey, ich habe selber Probleme mit dem Nachnamen. Zuerst mal fühle ich mich so wie der andere. Ja, du bist auf einmal der Allmann. Der andere, ich krieg den Namen nie hin. Ja, okay. Und letztens bin ich in Frankfurt, unterwegs, Raunheim. Danach so vom marokkanischen Konsulat und sowas, so ein Dings, treffe ich jemanden, der heißt auch Mohamed Bujaidini. Genau gleich. Und er sagt mir seinen Namen. Er so, ey, du bist doch aus hier Ecke Düsseldorf und sowas. Der so, ich habe da auch Familie. Ich so, wer denn? Der so, ein Mohamed Bujaidini. Ganz anderer, ja, okay. Genau. Das ist derselbe. Und er meinte, ey, das ist meine Familie. Dann habe ich den gefragt und der so, nee, das behaupten die alle. Das ist irgendwie voll der weit verbreitete Name. Ah, krass, einfach Schmidt. Du hast den Schmidt, den Schmitz, den Müller. Du hast den Müller gefunden. Ich habe den Müller gefunden. Also, ja. Falls ihr auch so heißt, meldet euch, schreibt drunter, ich heiße auch so und keiner glaubt euch. Gut, ne? Sehr gut. Was ging sonst? Ja, wie war der? Der ist gut angekommen, dieser Podcast, ne? Ja, ey, das ist anders. Es ist ein ganz anderes Feedback auch, weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen, sprach so fast tot. Ja. Und es gibt keinen Podcast, es gibt nichts in dieser Sprache, keine Bücher. Und dann erscheint auf einmal so ein Podcast mit uns, die jetzt auch, wir sprechen nicht perfekt. Ja. So, wir sprechen, wie das Ding auch heißt, Germaiser. So, wir haben voll viele. Entweder haben wir deutsche Wörter oder unsere Grammatik ist vom Deutschen nachgebaut. Nachgebaut, genau. Okay. Richtig, so das heißt, das ist der einzige Podcast mit Video und so weiter auf Termaisiert. Genau, das ist. Soweit ich weiß, ne, kann sein, dass jetzt irgendjemand sich denkt, nee, wir waren vorher. Wir haben 4 Views. Genau. Ich habe überall gesucht, auch beim Podcast hochladen, kannst du ja auswählen, in welcher Sprache dein Podcast ist. Und die Sprache ist nicht aufgelistet. Ah, crazy. Das heißt, ich musste trotzdem auf Deutsch gehen. So, weißt du? Selbst wenn du danach suchen willst, du findest keine in Temmersicht. Aber eigentlich ist Deutsch ganz cool, weil ihr macht ja diese Almanje, wie bei Deutsch-Türken, Almanje und keine Ahnung, macht ihr dieselben Fehler und dann die können wahrscheinlich am meisten damit anfangen. Ja, aber es gibt in Belgien und in Holland halt noch viel größere Community als in Deutschland. Also viel, viel mehr. So 500.000 bis 700.000 jeweils pro Land. So. Und wir sind ja hier total wenige. Und die wollen wir natürlich auch erreichen. Wäre schon natürlich cooler, wenn die Holländer und die Belgier direkt so, wenn denen das bei Flämisch angezeigt wird. Ja, so. Stimmt. Aber vielleicht, wie war das Feedback bisher? Boah, die Leute sind so, ey, laber, das ist unsere Sprache. Wir haben ja, ich packe meinen Koffer auf unsere Sprache gespielt. So. Und voll viele so, ey, das will ich mit meiner Familie spielen. Weil das echt zum Vokabellernen ist das Hammer. Ja, okay. Weil du musst immer das Wort merken, auch wenn du das Wort nicht kennst, wenn du es zum ersten Mal hörst, musst du das Wort wiederholen. Ja. Und weil wir da die Bilder auch die ganze Zeit dazwischen haben, sieht man so, ah, cool. Es ist sogar jemand, der Kurdisch spricht, der so, ey, Kursi, heißt bei uns auch so. Heißt ja Kursi, auf Arabisch auch. Auf genau, Arabisch Stuhl, auch genau. Stuhl, und auf Aramäisch anscheinend auch Kursi. Also es sind nicht nur die Leute, die Temmersicht sprechen, sondern auch verwandte Sprachen, die das sehen und sagen, ey, laber, jetzt check ich erst so die Ähnlichkeit. Diese Verbindung von den verschiedenen oder diese Zusammenhänge, aber verrückt. Ja, ihr habt viele Spiele da gemacht. Ihr habt auch Wer bin ich? Genau, Wer bin ich haben wir gespielt.
Komm, wir hatten beide Hut an. Ich hatte einfach so einen hellen Hut an, er hatte so einen schwarzen Hut an. Ja. Ich gucke ihn an, er hat mich voll an Rocky, Sylvester Stallone erinnert. Ja. Der guckt mich an, ich habe ihn an Michael Jackson, Smooth Criminal erinnert. Ach, deswegen kam deswegen das dazu. Die, genau. Jeder hat so das ausgewählt und dann die ganze Zeit musst du halt Fragen stellen. Ne? Man kennt das Spiel. Ne? Wenn man mit Ja antwortet, darfst du noch eine Frage stellen. Und wir haben in der ersten Folge nur Spiele vorgestellt. Also jedes Spiel mal einmal ganz kurz. Aha. Aber wir haben ja schon eine mit einem Gast aufgenommen und jetzt kommen immer mehr Gäste, mit denen wir diese Spiele auch immer wiederholen. Und da kommen auch noch neue Spiele dazu. Ah, geil, geil. Ich bin gespannt. Also man versteht natürlich nichts, wenn man das nicht kann. Dann ist man einfach einmal in einem... Aber es ist cool zu sehen irgendwie. Also wenn du das nicht verstehst, einmal guckst du, hey, ist da irgendwas Arabisches, kriege ich es irgendwie zusammengebaut, so, ne? Weil ich Arabisch verstehe. Und dann, direkt nachdem du merkst, okay, ich komme hier nicht weit, gehst du direkt in die Kommentare und guckst, wie die Leute, was die damit anfangen können und was die so sagen. Viele haben auch so berichtigt oder wenn ihr ein Wort gesucht habt, haben die gesagt, nee, das ist so voll cool. Danach fragen wir auch, wir sagen auch in dem Podcast, schreibt es unten rein, falls ihr wisst, weil voll oft haben wir Probleme oder ich mit Einzahl, Mehrzahl, dann kenne ich die Einzahl eines Wortes und bei uns ist die Mehrzahl ist meistens total kompliziert. Ja. Weißt du? Es hängt davon ab, ob es ein männliches oder ein weibliches Wort ist und dann ändert sich die Endung und voll Schwierigkeiten. Dann schreibt das unten in die Kommentare, falls ihr wisst. Oder mit Dings hatten wir Probleme mit Haferflocken. Ja, natürlich. Woher sollst du das wissen? Keine Ahnung. Sind, aber es gibt anscheinend für alles Wörter. So. Natürlich, aber das ist so, du hast so ein bestimmtes, das ist auch im Arabischen so, du hast so, wenn ich in Saudi-Arabien bin, das werden alle Araber auch haben, du lernst ja das Arabisch von einer anderen Generation, von einer älteren. Du kommst mit so einem Oldschool-Slang und du bist da mit Leuten in deinem Alter und du hörst dich an wie deren Onkel. Ja, das ist, weil wir stehen bleiben in unserer Sprache. Genau. Ich spreche auch so von 1990, weil ich mit meinen Eltern gelernt habe. Ja. Und dann jedes Jahr ändert sich die Sprache, gibt neue Trends. Das ist ja in jeder Jugendsprache auch so. Es gibt's du bist gerade angerufen, Buri. Gibt es immer neue Trends und genau, und wir sind immer noch in diesem Oldschool-Ding hängen geblieben. Genau, oder so. Ja, das ist bei mir auch immer so. Die merken dann direkt, ah, okay, er kennt nicht die coolen Wörter. Was sagt der da? Ich habe ich meine, bei so Mehrzahl, bei diesen Grammatischen, wo du voll ins Fettnäpfchen immer trittst, weil jeder direkt merkt, also du hast so vielleicht eine Minute, wo du nicht erkannt bist als jemand, der aus Deutschland ist. Du hast manchmal so eine Minute maximal. Du hast so eine Minute, wo du dich durchmogeln kannst und dann kommt ein Wort und dann siehst du dieses suspicious Blick. Ja, genau so. Detected und du sagst, ah, fuck, der Radar ist an. Ich wurde erkannt. Ja. Oh Mann, das ist cool, macht voll viel Spaß auf jeden Fall und ist ein anderes Feedback. Es ist so, du gibst den Leuten etwas von ihrer Identität, so, weißt du? Und das ist. Ja, ich bin gespannt. Die Idee ist super. Es ist wirklich eine Killer-Idee. Und es ist so ein bisschen frei, du machst dich frei von. Was sollte Banai Salam Rubal jetzt mal als nächstes machen? Ja. Ein Set, ein Sketch, ein so eine. Ja. Nein. Ich hab keinen Bock. So. Genau, andere Sachen. Ja, ist cool. Mal schauen, was da demnächst. Checkt es auf jeden Fall in der Description auch. Genau, natürlich einen Link. Ist bei dir einfach bei dir auf dem YouTube, ne? Genau, ist bei mir auf dem YouTube einfach. Draufgehen, dann sieht man Jermaine-Serie und auch auf Spotify und alle, wo es Podcasts gibt. Ah, gut, sehr nice. Für also, Audio. Was ging sonst so? Genau, was ging sonst? Was ging bei dir? Ich war nach langer Zeit nochmal auftreten. Ja, habe ich gesehen. Ja. Mit Jamie. Mit Jamie und ganz. Erstmal, wo wart ihr? Wir waren bei Killer Comedy. Das ist so eine offene Bühne in Köln auf der Zülpicher von Maria Clara, wie heißt mit Nachnamen? Kroppler, ne, genau. Ja. Und Tobi Freudenthal. Ah. Die machen zusammen diese offene Bühne in Köln. Und ist cool. Auf jeden Fall. Also, die meinten selber, das war das erste Mal seit Lockdown und so weiter, dass es sich. Also dass die Vorkehrungen, Sicherheitsvorkehrungen auch so easy waren oder geregelt waren, dass es sich so angefühlt hat wie eine normale Show. Davor war es immer sehr, sehr voll bei denen, richtig packed. Diesmal so ein bisschen weniger, aber du konntest so auftreten, ohne dass du merkst, ah, ich bin Open Air oder irgendwie so. Das war so richtig Stand-Up einfach wieder. Mhm.
Es war schon im Raum drin. Es war in einem Raum, da waren weniger Leute drin, aber es war trotzdem so viele Leute für diesen abgegrenzten Raum, dass so eine Stimmung aufkam. Mhm. Also das war wirklich, du hast den Raum wieder gefühlt und das war richtig cool. Und auf dem Hinweg habe ich einen Podcast gehört von Kinan Al und Phyllis Taschdan, der heißt Frauenquote. der ist wirklich cool. Und da hat Kinan kurz darüber geredet, dass die Leute normalerweise, vielleicht für die Leute, die das nicht kennen, du gehst ja Open Mics, dann hast du immer 7 Minuten. Ja. Das ist halt sehr wenig Zeit eigentlich, wenn du ein Set hast, wenn du so ein Ding hast, was auf jeden Fall funktioniert, wo du weißt, genau, dann ist es total wenig. Viel zu kurz, Alter. Manchmal ist es dein Setup. So. Ja, manchmal ist es echt Setup, und damit hier reinkommt, wer ich bin, bla bla bla. Mhm. Aber 7 Minuten Open Mic ist eigentlich, nutz diese Zeit für dein neues Material. Geh nicht dahin mit deinem Ego und ich will jetzt abreißen, sondern geh dahin wie in so eine Werkstatt. Ah, was habe ich? Du guckst am Zettel und sagst, ah, die Idee nochmal probieren. Okay, ist das was? Und ich auf dem Weg dahin, ich habe mich nur gefreut, so, hey, nochmal auftreten, normal vor Leuten, einfach killen, Spaß haben und zurück, nur für mich. Und auf dem Weg dahin höre ich aber diesen Podcast und ich so, ja, stimmt, ich verschwende die Zeit von den Leuten, die da sitzen. Mhm. Ich verschwende meine Zeit, weil ich nichts lerne. Und ich mache es den anderen Comedians schwer, weil die kommen alle mit unsicherem Kram. Ja. Ich kille. Ja. Und danach ist deren Ding ist noch schlechter. Ja, genau. Und es ist einfach Schrott. Das ist für alle, genau. Das ist für alle Verlust. So. Ja, also so, und dann die ganze Anfahrt. Für mich ist auch noch, ich brauche nach Köln so ungefähr 3/4 Stunden, 50 Minuten, Rückfahrt wieder 50 Minuten für 7 Minuten, wo ich nichts lerne. Ja. Und dann ich so, okay, weißt du was, es wird unangenehm, aber mach nur Neues, so 7 neue Minuten. Und ich so, ja, okay. Dann die restliche Fahrt, so die Sachen durchgegangen im Kopf, dann komme ich da an die ganze Zeit. So. Dann merkst du so, okay, das ist eine andere Anspannung, wenn du nur neues Material spielst. Ja. Also noch nie gemacht. Ja. Und dann ich so, ja, okay, komm, mach. Und es war cool, die ganzen Leute wieder zu sehen, dieses Kölner Flair von der Zülpischer, ne? Das, da direkt neben Habibi ist das, neben diesem Laden. Und war ich so, ah, geil. Also gut, dass ich schon mal hier hingefahren bin. Ich bin wieder so im Auftrittsmodus. Und ich habe 9 neue Bits gespielt. Und 2 haben funktioniert. Mhm. Und der Rest war. Und 3 waren wirklich null Reaktion. Ja. Zur Punch. Zum Ende hin null Reaktion. 3 Stück, wo, gestorben. Ja. Aber der Rest war so. Also 2 waren richtig gut. Und der Rest so. Hm, ne? Und 3 waren richtig schlecht. Ach, geil. So, ne? Und dann war so, ja, Hammer, dann wieder gute Laune, mit Jamie viel geredet, viele liebe Grüße. Der ist auch immer, also der ist auch immer mit neuem Kram, ist da ja auch so ein Typ, der immer wieder weiterschreibt, sich nicht ausruht. Und das ist dann so der Vibe, so, du gehst runter von der Bühne, dann bist du mit Jamie und sagst, ey, das war cool, ah, vielleicht das so, nein, mach das lieber so. Da. Und man tauscht, also ich habe das voll vergessen, wie nice das ist. Ja. Und ja, dann zurückgefahren, dann war es das, aber auf der Rückfahrt dann wieder, okay, das muss ich so verbessern, das muss weg. Und ich so, ah, die Maschine ist wieder an. So, ja. Weißt du, die Maschine ist wieder an. Dann setzen die mich aber als Headliner, also als Letzter des Abends. Ach, das wollte ich nämlich gerade fragen. Ja. Wo warst du ungefähr dran? Wie viele Leute waren da? Und also bei Leuten wie uns ist die Frage, weil bei solchen Abenden kommen Leute, die noch nie aufgetreten sind, die nicht so viele Auftritte haben, aber da kommen natürlich auch Leute, so wie wir, die viele Auftritte schon am Start hatten. Und dann ist es natürlich für den Veranstalter, ah, okay, der ist safe. Mhm. Aber ich komme weißt du, er ist safe, so wenigstens mit seiner Bühnenpräsenz. So, ne? Ja, genau, der ist souverän auf der Bühne. Richtig. Also selbst wenn er verkackt. Also da war auch so, ne? Ich verkacke 3-mal und dann so, ja, okay, weiter. So, das ist irgendwie, ist nicht schlimm so. Und dann ist die Frage, ey, willst du Erster sein oder Letzter? Und beides ist das Schlimmste für Open Mic, weißt du, eigentlich. Ja. Öffnen ist Horror und Schluss, wenn du halt so wie wir, man kennt dich und hat voll die Erwartungen, dann ist auch noch, dass es am Schluss ist, haut noch mal eine Schippe an Erwartungen drauf, weißt du? Ja, und dann auch noch, wenn du halt unweigerlich so und so angesagt wirst mit Netflix-Special, keine Ahnung. So, ja. Hey, Leute, das sind nur Notizen auf dem komischen Papier, bitte, ey. Aber irgendwie war es cool, weil du bist dann so angespannt, dass du überperformst. Ja. Und dann war es wieder nochmal richtig, richtig cool. Direkt auch wieder Blut gelegt so, und gesagt, ey, Gott sei Dank habe ich nichts Altes gespielt, sondern nur neuen Kram. So. Wieder voll im Modus. Voll.
Ne? Also direkt auf Anhieb. Bei mir ist es komplett weg. Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass ich hatte auch ein bisschen Schiss, weil wir haben darüber auch gesprochen. So. Ich hatte auch Schiss, ey, was ist, wenn das weg ist? Mhm. Was ist, wenn ich auf der Rückfahrt ganz klar weiß, oh, ist uninteressant für mich. Ach so. Und ich hatte Angst davor, dass es für mich so eine Rückfahrt wird, wo ich wirklich merke, das ist uninteressant für mich. Aber nee, ich glaube, das kann man schnell wieder aktivieren, aber es ist so wie ganz lange nicht trainiert. So. Ja. Und du weißt, der erste Tag wird heftig Muskelkater. Stimmt. Und du wirst einfach alles nicht mehr so gut können. Ja. Auch wenn du so viel Erfahrung hast und einfach diese Muskeln, die du dafür brauchst, die sind eingeschlafen. Ja. Und das ist bei mir, mir graut es so die ganze Zeit davor. Aber ja, will da auf jeden Fall wieder reinkommen auch. Ich meine, das Schlimmste ist, dass, also das, was dich am meisten ablenken wird von dem, dass du sagst, nee, die Zeiten sind vorbei, ich muss was anderes machen im Leben. Mhm. Das Schlimmste ist ja wirklich Bestätigung in Form von Lachen zu bekommen, was dich wieder voll ablenkt. Ja. Weißt du, und da waren so zwei Dinge, wo wirklich Pause war, Applaus, Pause, und die waren wirklich, alhamdulillah, sehr, sehr gut, auf Anhieb direkt. Und dann warst du wieder so, hey, das ist der Shit. Aber dann so, ja, du kennst das doch schon. Also du kennst doch schon, dass, wenn ein Bit extrem gut ankommt, aber es ist leider immer wieder verlockend, so, weißt du, es ist wieder sehr verlockend gewesen und wieder so, ah geil, okay, das ist eine super Idee. Hast du schon direkt wieder Bock, nochmal das zu machen. Aber kann sein, dass es eine Ablenkung ist. Es kann sein, dass es wieder so, weißt du, kann sein, dass es zu gut war. Mhm. Keine Ahnung, aber es hat Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste. Ich wollte einmal was machen, was so wieder einfach nur Bock macht. Und das war cool, auf jeden Fall. Werde ich nochmal machen. Yes. Ja, das war bei Open Mic. Das war genau, wir haben darüber gerade gesprochen. Ja, that's it. Was ging sonst so? Ich war in wie heißt es? Frankfurt, Raunheim, wegen diesen Krankenwagen-Sachen waren wir in vier oder fünf Moscheen und dort nochmal Spenden gesammelt und dann gab es am Abend diese, das war für Gastarbeiter, 60 Jahre Gastarbeitergeschichte, Marokkaner, obwohl Marokko eigentlich im 57. Jahr, glaube ich, ist, da brauchen noch 3 Jahre, bis das 60. Jahr ist, aber die haben schon jetzt gefeiert. Ja, erstens, die feiern früher und so also auch bei 62 wird noch weiter die 60. Wird trotzdem. Ja, klar. Also die haben uns dem Abend dabei erklärt, ich glaube 1963 war das Gastarbeiterabkommen mit Marokko, aber die waren schon 1957 da. Krass. Also da gab es schon Marokkaner, die als Gastarbeiter illegal da waren. Ich weiß nicht, wie die es gemacht haben, aber die waren auf einmal schon da. Was heißt nicht, du weißt nicht, wie die es gemacht haben? Du weißt ganz genau, wie die es gemacht haben. Die sind einfach rübergekommen. Ja, klar, ja. Aber das war ja damals mit so, du musstest angeworben werden, aber gut, Deutschland hat halt echt einen richtigen Arbeiter gesucht. Ja. Und anscheinend haben die Marokkaner sich so bewährt als wirklich so robust, hat der genau, das Wort hat der oft dann im Abend. Wow, robust. Das erinnert mich ein bisschen so an Indianer, die so in Amerika so diese Wolkenkratzer bauen. Ja, ja, die sind echt robust da oben, dem wird nicht schwindelig. Boah, ist eigentlich über Menschen so zu reden. Ja, ne? Ja. Aber das ist oft gefallen, das Wort, warum Marokkaner dann nachher auch offiziell angeworben wurden. Und dann ist es so passiert, dass man immer, der eine hat dann seinen Cousin mitgebracht und das war immer so von der Firma her, ey, du bist ein guter Arbeiter, kennst du nicht noch jemanden wie dich? Ja. Dann haben die meistens noch ihren Cousin mitgebracht oder Bruder. Genau, das ging an dem Abend noch. Ja, da bin ich sogar aufgetreten. So 5 Minuten habe ich gemacht. Also, hast du dich an 5 Minuten gehalten oder länger? Ja, ich habe mich an die 5 Minuten gehalten. Ja. Okay, so schlimm war es. Ja. Okay. Ey, ich mag diese Rahmen einfach nicht so. Oder nicht mehr. Weißt du, ich bin auch gerade mit meinem Kopf in einem ganz anderen Film, so, weißt du? Dieses, ey, wir kommen jetzt zusammen wegen Gastarbeitergeschichte und wie gut sind wir integriert und alles. Ich kann es nicht mehr hören. Genau, Holzstühle, Parkettboden, Präsentation mit Podest und diese Mikrofone. Also wenn ich diese Mikrofone schon sehe, ne? Also dieser Strohhalm. Ja, diese Insekt, eine Riesenameise, die genau. Einfach durch das Loch. Wenn ich die zwei Fühler sehe, dann weiß ich,
ich bin fehl am Platz. Du bist abgetastet. Genau. Aber ich habe gesagt, ey, so, ich beiß in den sauren Apfel, weil es für eine gute Sache ist, weil wir spenden, wir sind halt dahin gegangen, um aufmerksam machen, zu machen nochmal auf diese Spendenaktion mit den Krankenwagen, damit die Leute das mitkriegen. Ich so, okay, dann mache ich mal 5 Minuten, ey, Integration, kann ich so aus dem Ärmel schütteln. Ja, ne? Klar, ja. Aber vom Bockfaktor her, ich wollte keine 7 Minuten machen. Yeah. Ich habe die 5 gemacht und gut ist. Meinst du, wenn wir immer wieder das so kauen, ne, auf der Bühne, dieses Integrationsding? Ja. Vater redet so, Mutter ist so. Deutsche waren aber gemein. Ja. Meinst du nicht auch, dass so eine, sagen wir mal, du hättest ein Trauma. Ja. Wir alle hätten so ein Trauma erlebt, ne, als wir klein waren. Und dann ist unser Beruf, die ganze Zeit dieses Trauma zu reaktivieren in uns. Ne, wir reden immer wieder drüber. Ja. Wir machen Witze darüber. Dann werden wir interviewt, nochmal um ernst darüber zu reden. Boah. Ey, dann bist du in dem Podcast und ja, wie siehst du das eigentlich? Ist das nicht so eine Retraumatisierung? Ja, ist es auch. Du trennst dich nicht davon. Es ist so, als kämst du von Vietnam. Ja. Und dann spielst du danach Call of Duty die ganze Zeit. Hey, super Vergleich. Ja, oder? Genau. Also es ist doch eine so kommst du doch nicht weg. Genau. Du hast gar keinen Tapetenwechsel, gar keinen Themenwechsel einfach. Ja. So, es dreht sich alles immer nur darum. Den witzigen Aspekt mag ich eigentlich, weil das ist eigentlich, wenn du das Trauma verarbeitet hast, dann guckst du eigentlich immer nur mit dem witzigen Auge da drauf. So. Und dann ist es auch nicht immer so. Wie lustig ist dieser Dialekt natürlich von dem Vater oder so. Du lachst dich ja jedes Mal kaputt. Genau. Ich lach mich kaputt, du lachst dich kaputt. So. Aber irgendwann ist so, vielleicht mache ich gerade unterbewusst irgendwas falsch gerade mit dem Thema. Vielleicht ist das nicht die richtige Herangehensweise. Aber keine Ahnung. Aber ja, okay, das war das. Ja, Link auch wieder in Description. Auf jeden Fall, wir brauchen Kohle für diese Wagen. Wir müssen diese Wagens. Da bin ich auch gespannt, was du daraus machst, wie gesagt. Ich bin auch gespannt. Ey, die Fahrt dahin, Alter. Freust du dich drauf? Ja. Ja, auf der einen Seite schon, ne? Weil es schon ein Abenteuer mit so Krankenwagen einfach zu fahren bis Marokko. Auf der anderen Seite ist so, eigentlich darf keiner rüber mit dem Auto von Spanien nach Marokko. Die Wege sind zu. Du darfst nur für Transfer, was wir gelten als Transfer, deswegen dürfen wir darüber. Das heißt, alle Urlauber fallen weg. Wir sind die einzigen, die da am Parkplatz von der Fähre warten mit so Industrie-LKWs und sowas. Okay, das heißt, ihr werdet sehr auffallen. Wir werden sehr ausfallen, es ist einfach leer. Normalerweise ist es echt ein Highlight, wenn du da am Parkplatz der Fähre ankommst und alle Familien verwandeln diesen Fährenparkplatz mit so 1000 Autos oder was, einfach in ihre Heimat. Geil. Da ist eine Decke, da ist Picknick, da ist am Kochen, da sind Kinder am Spielen, da Ball. Ja, alle neben ihren Autos und da so picknickmäßig Decken gemacht, da betet jemand, da sind, wie gesagt, Kinder am Spielen, du rennst so rum, meistens gibt es halt irgendeinen Stand, Leute machen dann natürlich auch Essen verkaufen oder sowas, dann lernst du andere kennen, ey, woher seid ihr, wir sind auch aus Deutschland, aber woher, aus Dortmund, ey, wir sind aus Neuss, aber und dann kommst du so ins Gespräch und man muss halt so voll viele Stunden warten, bis die Fähre voll ist und jetzt bist du da als Einziger mit marokkanischer LKW-Fahrer. Mit Money Uwe, kennst du? Nur mit marokkanischem Schild. Money und Mo. Wahrscheinlich ist jeder Mohammed, der LKW fährt, heißt Mo. Oder hat so auf Schild drauf. Oh mein Gott. Ja, das ist halt so. Aber wir sind 5 Fahrer der Krankenwagen. Deswegen, und wir nehmen das alles auf. Ab Summit ist dabei der Koch. So, ja, das wird hyperaktiv. Genau, das wird hyperaktiv. Das wird hyper. Ich bin nach dem Abi mit 2 besten Freunden, damals bin ich nach Spanien gefahren. Mhm. Mit Karte. Aha. Mit so Maut, also mit so einer Karte, die man damals von ADAC hast du die bekommen, so eine Karte, Landkarte. Ach so, das meinst du mit Karte? Ja, so. War früher normal. Ja. Und dann sind wir so gefahren und vom ADAC konntest du dann so sagen, ja, wir wollen da und dahin, und wir starten da und können Sie uns bitte eine Karte ausdrucken, die ohne Maut ist. Aha. So, weißt du, und dann fährst du ja noch mehr über ländliche Gebiete, so irgendwie durch ganz Frankreich und keine Ahnung was. Und es war so crazy, wir hatten so einen Wagen von dem Vater von einem meiner besten Freunde, der hatte den von der Arbeit abgekauft, der ist so Schlosser gewesen oder Lagerist oder irgendwie sowas. Und
der hatte so einen Kastenwagen, der keine Fenster hinten hat, der bedruckt ist hinten, so einen kleinen Kastenwagen Isuzu oder sowas. Ah, okay. Und hinten waren keine Sitzbänke und keine nichts und da haben wir so Matratzen reingemacht. Ladefläche, ja, das machen wir immer, das ist normal eigentlich. Und dann, Alter, Junge, und dann nur so immer wieder, wer pennt jetzt, wer fährt jetzt, wer pennt jetzt, wer fährt jetzt. Und hinten Ladefläche, wir fahren so durch Länder und dann gucken wir, wo ist am billigsten Benzin und da machen wir Kanister Benzin voll. Mhm. Das war richtig so, weißt du, so kein Geld, Auto ausgeliehen von dem Vater und dann, das war so ein heftiger Trip, ey. Und dann irgendwann kommen wir in Spanien an, keine Ahnung, wo ist der beste Strand, wo kann man campen, wo kann, keine Ahnung. Und dann irgendwann bist du tief nachts und auch währenddessen die ganze Zeit wirst du angehalten, weil wir fahren über irgendwelche Felder, damit wir keine Maut zahlen. Und dann immer wieder, ich weiß noch, ich bin einmal hinten in der Ladefläche, bin ich so eingepennt, dann wache ich so auf, guck so rüber und du siehst dann dieses kleine Fenster, wo die zwei anderen gerade fahren. Und was ist gerade los? Warum fahren wir nicht? Und dann ruft einer nach hinten so, ja, die Polizei kontrolliert uns gerade. Und dann so, ich so, oh shit. Okay, weitergeschlafen. Du weißt, die machen gleich auf und gucken. Sowieso, aber ich bin weitergeschlafen, weitergefahren. Also echt crazy. Dann kommst du da irgendwo an, dann bist du so auf einem Campingwagenplatz, so einem Campingplatz, um sich herum nur Campingwagen und du bist so mit so einem Schlosserwagen. Elektro-Schmitz. Noch drauf? Alles noch drauf. Irgendwie, keine Ahnung, wie man selber kocht. Keine Ahnung von nichts. Gerade Abi gemacht. Nur von zu Hause gekommen. Ey, es war so krass. 4 Tage später wieder, ey, lass mal wieder zurück nach Hause. Boah, also ihr seid nach Marokko gefahren? Oder? Nein, wir sind nach Spanien gefahren. Nur Spanien? Nur Spanien, irgendwo, wo Meer ist. Ah, okay. So, dann das war Ende der Route. Ja, und dann so... wo wir den Wagen hinstellen können, das war am Ende Costa Brava. Ah, okay. Und wir waren da so und wir so, hä, wir kommen so aus unserer Bubble, wir sind dann so irgendwelchen Strand, wo nur Felsen die ganze Zeit sind. Wir so, habe ich mir anders vorgestellt. Dann sind da überall so Franzosen in Spanien, die machen da Urlaub und alle sind so immer wieder nackt. So die ganze Familie ist nackt. So, weißt du, Tochter, Vater, so alle sind nackt. Ja. Weißt du, und dann so immer wieder... Ja, nackt ist eigentlich nicht schlimm, aber nicht in diesem Zusammenhang, weißt du, das ist so, nee, und immer wieder, nee, wir gehen auf den Felsen, nein, wir gehen, aber es war echt cool, weil erste Mal nicht so organisiert, keine Ahnung, ohne Familie irgendwo hin und dann war irgendwann einer so, boah, wir müssen das jedes Jahr machen und Riyad und ich gucken und sagen, nee, das wird nicht passieren, wir werden nie wieder sowas machen, aber es war ein cooler Trip, Alter, es war so, sollen wir hier halten oder da? Dann zwischendurch auch beten oder so. Wo sollen wir Wudu machen? Da hinten ist ein Fluss, lass mal da halten, da sich waschen und dann da beten und dann weiter. Das war schon cool, ey. Ich habe auch sehr gute Erinnerungen daran. Irgendwann kennt man, also mein Vater kannte dann irgendwann die guten Rastplätze auch, ne? So mit Spielplätze und sowas. Es gibt in Spanien, glaube ich, es gibt ein paar richtig cool, auch so wo Zoo daneben ist und sowas, ja. Krass, okay. Wo man richtig gut halten kann. Und ich habe echt super Erinnerungen daran. Es war mal voll die lange Fahrt, aber... Wie oft habt ihr das gemacht? Was meinst du, jedes Jahr einmal. Jedes Jahr haben wir diese kompletten 6 Wochen ausgeschöpft. Ja. Yeah. Also das Auto packen und dann hatten wir auch hinten auf der Ladefläche immer so Matratzen. Also unten war alles, was wir mitnehmen. Yeah. Wir hatten so einen 207er Mercedes. Das sind diese richtig großen, also nicht Kleinbus, sondern schon krankenwagenmäßig, ne? Oh, krass, den dein Vater immer noch hat, diesen schwarzen, so diese Größe. Genau, jetzt ist das Sprinter mittlerweile, genau. Jetzt nennt man die auch Sprinter. Früher gab es nur diese 207er, 209er. Okay, krass. Und die waren dann unten voll mit, keine Ahnung, Möbel oder was man halt mitnimmt. Und dann so die letzte Schicht war dann eine Matratze. Krass. Und dann konntest du, ich weiß noch, irgendwann kam Gameboy auch raus. Und dann war so hinten mit Gameboy sitzen, Skate or Die durchgespielt. Skate or Die, ich hab das geliebt. Ich auch. Also das Bad in Red hieß das, Skate or Die, das war Hammer. Ja, das ist ein super Spiel gewesen, ich war so gesuchtet einfach. Ja, ich auch, durchgespielt, nochmal gespielt. Ja, das waren, da habe ich coole Erinnerungen dran. Ja, dann, mal schauen, diesmal wird anders. Diesmal wird anders, das ist selber fahren. Ich bin einmal selber gefahren, auch mit meinem Vater, da haben wir 2 Autos nach Marokko gefahren und das war nicht ohne. War auch, da gab es zwar schon Handys, aber du hast nicht so im Ausland telefoniert, war übertrieben teuer. Und dann fährt vor mir, ich fahre Du bist hinterher. Eigentlich alleine, aber du bist nicht alleine, weil du bist abhängig davon, wann geht er mal auf Toilette. So. Genau, das war das größte Problem. Ich muss warten, bis er, so, wir haben keine Zeichen oder irgendwas, ich muss warten, bis er auf Toilette geht. Aber es ist nie brenzlig geworden, zum Glück.
Ja, gut, ich sehe. Fahr raus, Alter. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Aber es gibt zwei heftige Sachen. Einmal auf Toilette und einmal schlafen. Ja. Ihr seid ja beide alleine. Du bist abhängig von, eigentlich von deinem Vater. Also ja. Dann muss er schlafen. Und mein Vater ist eingeübt so. Der hält an, bam, schläft sofort ein. Und braucht 10 Minuten, weg. Und ich, wenn ich anhalte, dann ist bei mir noch immer Autobahn so im Kopf. Bis ich das runtergefahren habe und dann erstmal so runterkommen. Ah, okay. Locker machen, einschlafen, ey. Ah, krass, Mann. Ja, sehr gut. In letzter Zeit ist viel passiert. EM, hast du es verfolgt? Hast du das letzte Spiel gesehen? Ich habe das letzte Spiel auch gesehen, genau. Ich habe auch die Spiele davor gesehen, also vom Halbfinale und Achtelfinale und sowas habe ich ein bisschen mehr gesehen. Vorgruppenspiele ging so. Ich war voll für Dänemark, ey. Ja, waren die meisten wahrscheinlich. Dänemark, echt Hammer, schade, dass diesen gegen England rausgeflogen. Dann war Finale England-Italien. Dann war doch wieder so Classic, ne? Davor habe ich immer nur oberflächlich natürlich verfolgt und dann das ist die EM der Nicht-Favoriten, die Geheimtipps kommen. Dann gucke ich so, wer ist im Finale? Genau, es waren doch die. Doch wieder das. Aber es war ein crazy Finale. Es war ein crazy Finale, ja. Also, England hat schon so überwiegend eigentlich besser gespielt, fand ich. Ne? Also die 90 Minuten. Genau, die 90 Minuten. Ich fand sie ein bisschen besser. So, ne? Italien auch super gespielt. Italien hat mir auf jeden Fall auch die komplette EM gefallen, wie die gespielt haben. Nur im Finale war das wieder so klassisch Italien. Ja. Und du denkst, okay. Also, warum schießt er von da? Genau. Warum nimmt er jetzt diesen Schuss? Bisschen Glück war da drin natürlich, aber dann kam es natürlich wieder zum Elfmeterschießen, was ja Englands Kryptonit ist. Ja, ne? Stimmt, ja, die sind berühmt dafür, immer wenn es England Elfmeterschießen, ciao, kannst schon sagen, ey. Ich höre immer nur diese Gerüchte und es ist schlimm, dass die sich dann bewahrheiten und dann verkacken diese drei jungen Schwarzen ihre Schüsse. Genau, die kurz vorher, ich glaube, Saka hieß der eine, der wurde ein bisschen früher eingewechselt, hat auch öfter, super Spieler, richtig schnell auch. Der wurde auch krass gezogen davon, bei dieser Einstellung von dem Verteidiger. Genau, der. Ist mir schon vorher immer voll aufgefallen, weil die haben ja vorne Sterling und ihn und das sind so Raketen einfach vorne, ne? Den eingewechselt, kurz vor Elfmeterschießen nochmal zwei Spieler eingewechselt. Mhm. Die, wo ich mir dachte, okay, das müssen gute Elfmeterschützen sein, weil sonst würdest du ja nicht würdest diesen Move nicht bringen, ja. Genau. War der Trainer natürlich auch der Ansicht, aber es ist England. Es ist England, genau, zwei schwarze Spieler auch, die eingewechselt wurden. Junge, extrem jung. Auch dieser Saka ist, glaube ich, 19 Jahre alt oder was. Die anderen beiden auch jung, ne? Super Spieler, dann verschießen alle drei. Ja, aber da haben viele Leute verschossen, ne? Also für so ein Elfmeter-Ding war das so, ey, das habe ich noch nie gesehen, so viel. Also ich bin, wie gesagt, ich glaube, nur zwei sind reingegangen. Von 5 Schüssen sind, glaube ich, 2. Okay, das sind ja dann die drei, die verschossen haben. Aber auch auf der anderen Seite. Ja, auf der anderen Seite wurden auch so verschossen. Das war so ganz untypisch für Elfmeter. Normalerweise tick, einer nein, tick, danach, fertig. So, genau. Normalerweise ist das. Und dann verkacken die so, aber ist ja auch egal. Ja. Aber was danach passiert ist, ist crazy. Genau, es ist übertrieben crazy. Was danach passiert ist, im Zusammenhang mit, das Spiel ist in Wembley. Wembley hat halt immer vor dem Spiel, knien alle wegen dem Black Lives Matter-Ding. Ja. Ne? Knien alle nochmal, um ihren Respekt zu zeigen. Und nach dem Spiel, das, Alter, was geht da ab? Das Spiel, richtig, ich glaube, in Snapchat-Gruppen oder irgendwas? Nee, bei Twitter auch kam dieses jagt die mal, wenn ihr einen Schwarzen seht, dann spuckt ihn an, da waren so richtig, dann kriegt ihr so und so viele Punkte. Genau, so viele Punkte. Das war das, was ich gesehen habe auch. Boah, richtig hart. Ich meine so, es ist heftig, wenn so viele Leute zusammenkommen in einem Stadion und alle solidarisieren sich, zum Beispiel. Ja. Wenn die sich alle solidarisieren oder Black Lives Matter in die Knie gehen und oder Schweigeminute für XY, dann sagst du, boah, Alter, wir können hier wirklich was verändern. Sogar diese Vollidioten, die da die ganze Zeit rumschreien, Bier trinken, rumfurzen, Arsch zeigen, keine Ahnung was, solidarisieren sich, dann können wir, kann ja jeder was bewirken. Genau, das hatte ich auch, als ich das Knien vorher gesehen habe, dachte ich, boah, cool. Ja. Hammerzeichen und alle machen mit, super.
Und dann das. Ey, das ist echt so krass gewesen. Sogar in den News, hat mir Dria gezeigt, in den News sogar, die drei Schwarzen haben verschossen. Dann ist das so als Headline. Ich so, was geht ab, Alter? Ja. Dann noch davor dieses, also das war ein komischer EM, muss ich sagen. Also ja. So als Nicht-Fußballfan, habe ich ja auch in der Story so gezeigt, als Nicht-Fußballfan war so, hä? Eigentlich ist das so sehr positiv, immer WM, EM sind Good Vibes irgendwie, ne? In der ganzen Welt ist so, und dann guckt man das gesellig und bla bla bla. Und da ist Corona, scheiß auf Corona. Ja. Wir hauen richtig, ich hab Delta-Dings, okay, dann genau. Machen wir noch mehr. Lass noch mehr Leute rein. Ja, ja, ich glaube irgendwie 60.000 oder was. Ey, ja. Uns juckt gar nicht, dann Inzidenz in England ist über 200, lass noch mehr Leute rein. Was, ihr habt diese übertriebene Version, lass noch mehr Leute, also so, es geht nur um Geld. Ja. Dann ist dieses, ja, wir machen das Stadion in Regenbogenfarben für Solidarität. Und genau, das auch war das nein. Erste, was, ja. Auch nein, mach doch den Move. Auf wen hörst du? Was, Alter? Und dann so ein easy Move. Mhm. Weißt du, dann haben die auch noch irgendwo, hast du Fans gesehen mit Regenbogenflagge, dann kommen so Ordnungsleute, also nur so negative Presse die ganze Zeit. Also so rückständige so. Schrottpresse, obwohl du da genau bei Fußball kannst du wirklich viel bewirken, wenn du irgendwas positiv denkst machst. Du, ey, guck mal, ey, 2021, so. So, du hast so voll die Fortschritte gemacht und dann kommt so ein Ding, das dir zeigt so, ey, du bist wieder richtig weit zurück, du hast gar nichts bewirkt, so. Krass, übertrieben krass, weil die drei tun mir wirklich sehr leid, so, weißt du, junge Spieler und dann so, also bei dem Saka hat man das auch gesehen, ey, der ist so zusammengebrochen nach dem verschossenen Elfmeter, für ihn war Weltuntergang und dann kommt auch noch das und immerhin, wovon reden wir hier? Wir reden von England, Alter. Ja. England, als ob jetzt ohne die haben die so oft Elfmeterschießen vergeigt. So, du kannst nicht sagen, so, es liegt an euch. Nein, die Statistik sagt was anderes. Weißt du? Ist egal, wen du hingestellt hättest. Egal, welche Farbe. Wer der Typ blau? Jetzt, weißt du, ihr hättet es verloren. Genau, vor allem, was hätte man dann gesagt? Weißt du? So, okay, wir stürzen uns auf den Grund, weil wir uns jetzt einen so erspinnen können. Aber was ist denn mit den ganzen anderen Malen, wo es immer schief gegangen ist? Wo war da der Grund? Ja. Weißt du? Und vor allen Dingen heftiges Mitleid mit diesen Leuten. Also das, Fußball ist so krass, was so, wenn du nicht tief drin bist in Fußball, verstehst du es ja noch weniger. Ja. Ne? Also zum Beispiel so, dass in Argentinien bei irgendeiner WM auch so ein Fall, jemand versemmelt Elfmeter, kommt zurück in sein Heimatdorf und wird erschossen. Kolumbien. Kolumbien. Alter. Junge, Alter, wird erschossen. Genau. So. Ja. Weißt du, für was? Also ja, oder Eigentor war das auch. Ich glaube, es gibt da richtig heftige Geschichten. Okay, wenn man so richtig reingeht. Ich habe auch ein bisschen während dem Spiel so ein bisschen rumgegoogelt und geguckt. England noch nie Europameister gewesen. Aha, okay. Einmal Weltmeister gewesen, 1966. Und also auch lange her, Alter. Richtig lange her. Das heißt, war letzten 50 Jahre kein Titel. Gelten aber als Erfinder des Fußballs. Fußball, deswegen war dieses Take the Dings Home. Genau. Fußball, weil Fußball, Fußball, genau, ist, gehört nach England. Weißt du? Krass, okay. Aber dann so Italien, viermal Weltmeister gewesen, jetzt das zweite Mal Europameister. Alter. Ich glaube, es ist immer so auch, bei solchen Sachen, wo sich sowas anstaut, ist immer so auch, ach, die sind viel schöner als wir. Weißt du das? Ah, super. Wir sind so hässlich. Gib uns wenigstens Fußball. Lass uns wenigstens das gewinnen. Nein, wir sind schöner und besser. Es ist immer so. Ja. Auch wenn ich dann mit meiner Frau gucke, dann gucken wir Fußball. Meine Frau ist eine Modedesignerin und hat das so studiert und lehrt das auch an der Uni und bla bla bla. Und dann gucken wir so und dann so bei irgendwie so Timeout, so irgendwie Halbzeit und dann siehst du so die anderen, die so bei den Italienern, boah, guck mal, was die für Anzüge anhaben. Ja. Ich so, ey, ich guck gerade Fußball, warum? Aber du hast recht, echt gute Anzüge. Genau, sehen cooler aus oder bessere Frisuren oder sowas. Genau, also, genau. Italiener wirklich echt immer stylisch. Sehr stylische Leute. Du erkennst ja, das ist auch der Hauptunterschied zwischen denen und Spanien. Spanier sind immer so Trikot in der Hose. Unstylisch. Unstylisch, so. Das ist wirklich eine Uniform. Yeah. Aber spielen geil. So spielen sogar geil, jemand wie ich sieht, oh, die Pässe, ah, krass. Ja. Und aber unstylisch. Unstylisch, genau. So. Ey, lass doch mal, die haben so Trikot raus einfach, so locker. Ich glaube, das ist nochmal so, das ist nochmal ein Grund, warum man jemanden hasst, der sieht besser aus als ich. Ja, miese Aktion mit Fußball, ja.
und geht halt auch gerade voll rum. Ne? Jede, also du siehst es überall. Das ist eigentlich gut, dass man jetzt immer wieder diese heftigen Sachen überall sieht, aber es ist immer wieder so, ach, Alter, mach doch mal richtig, seid doch mal keine Arschlöcher. Warum? Hör mal auf damit. Ist auf jeden Fall sehr schlimm für die drei auch. Ja. Und wie sollen die das loswerden, ist dann auch für mich so, in den Jungen, sowas prägt dich forever, Alter. Ja, aber das wird die stark machen. Ich habe dieses Bild gesehen, wo die drei Kronen aufhaben, so Kings einfach, weißt du, ja. 100 Pro, guck mal, in dem Alter, so, die sind da, so kommen, tragen sowas, weißt du. Wenn die jetzt weitermachen, die haben dadurch richtig was, also ich hoffe, ne, dass man baut sich so ein dickes Fell auf. Ja. Und was soll danach noch kommen? Was soll danach noch kommen, genau. Genau. Stimmt schon. Genau, Fußball geht weiter für die. Was hat dieser Trainer zum Beispiel, der diese Entscheidung macht? Was, weißt du, ob der irgendwas gesagt hat? Er hat als Statement gesagt, der hat so ausgewählt, was sich halt im Training bewährt hat. Genau. Okay. Und das ist auch die richtige Entscheidung, weißt du? Du siehst, sind junge, frische Spieler und du fragst die halt, hey, traut ihr euch zu, den Elfmeter zu schießen? Ja, alles klar. Ich glaube, also als ich das so gesehen habe, dachte ich, ah, du hättest nicht so tänzeln sollen, Bruder. Also ja, so, das haben so viele gemacht, ja, aber echt, diese Tänzeln ist gerade wieder voll modern geworden. Ja. Genau. Und dieses einen Schritt machen, doch nicht gehen, weißt du? Ja, das finde ich auch, hört damit auf. Ich kenne mich gar nicht aus mit Fußball. Hör mal ab. Also mit dem Spiel, mit der Praxis, aber hört auf damit. Das ist auch nicht schön zu gucken, weißt du? Ja, es ist echt unelegant. Also es ist so, aber Torwart genauso, ist mir auch aufgefallen. Ja. Ey, der macht ja auch Flachsereien. Genau, am Rumtänzen der England-Torwart. Ja, immer am Rumspringen die ganze Zeit. Und, ja, ist wohl alles erlaubt, aber ist halt nicht schön anzusehen. Ja, Mann, also soweit dazu bei mir auf jeden Fall. Ich habe gar keine Ahnung, wer das sehen will. Der kann auf jeden Fall meine Story noch sehen. Hast du die Story gesehen zu Elfmeter? Ich muss die noch mal posten oder zu einem Highlight machen. Nee, ich hatte die gar nicht gesehen. Okay, dann muss ich mal. Ja, krass. Was geht sonst? Momentan, während Corona, ist ja echt viel passiert, während der Pandemie, während Lockdown, viel Comedy-mäßig passiert. Ja, auch schon vieles davor losgegangen und es war ein bisschen so im Standby-Modus während Corona. Und jetzt sieht man halt so, die waren schon vorher hungrig. Ja, und produzieren. Produziert, genau. Viele Newcomer in der Comedy-Szene. Genau, das ist das erste Mal, dass ich so auf die nächste Generation gucke und denke, geil, Alter. Comedy ist in guten Händen so, weißt du, wird selbst wenn wir nicht mehr da sind, würde das jetzt in eine coole Richtung gehen einfach. Ja. Weißt du, die Türen, die wir aufgetreten haben, die Leute nehmen die wahr und machen voll viele eigene Sachen einfach. Nice, ja. Weil früher war ja so, du bewirbst dich bei den großen Shows und hoffst darauf, dass du da irgendwie deine 7 Minuten kriegst. Ja. Das haben Leute natürlich auch gemacht, aber es entstehen eigene Bühnen. In Berlin sowieso, auch schon vor Corona, hat man da gesehen, dass du so oft spielen konntest und einzelne Shows entstehen. Und jetzt auch in FFM macht Halid mit Barnaby und Envy ist oft dabei hier, Newcomer aus Frankfurt. Bros Comedy? Bros Comedy. Die kann sein, ja. Ich war auch einmal da. Coole Energie, hat mich so auch an die Anfänge von Rebell erinnert. Ja. Coole Energie im Raum, coole Leute. Ich glaube, die sind sogar im Velvet oder waren im Velvet, wo wir die ersten. Nee, als ich da war, war das nicht im Velvet. Ja. Das war irgendwas anderes. Aber Velvet kann ich nicht empfehlen, Alter. Ja, ich gute Erinnerung an Velvet. Ja. Aber das Location ist sie auf jeden Fall. Oh, und coole Energie gewesen. Was? Bist du auch mal bei denen aufgetreten? Ich bin bald da, noch nicht. Das hat bisher noch nicht geklappt. Und dann kam, wir wollten gerade und dann kam Corona. Ja. Und jetzt sieht gut aus, dass es dieses Jahr klappt. Die hauen auf jeden Fall gerade wieder rein. Vor allem Halit. Mit Halit habe ich so am meisten Kontakt. War auch schon in Neuss. Und genau, der gibt da richtig Gas. Er hat auch bei diesem Wettbewerb von Quatschclub mitgemacht, genau. Er und Envy war auch mit dabei. Ja, ja, Halit TV, viele Leute kennen ihn unter den Namen, glaube ich. Ne? Und ja, da ist viel los, da war ich auf jeden Fall. Hani Isiam war auch mal bei denen und guter Vibe und die checken und du musst nichts erklären und einfach, es hat sehr, sehr viel Bock gemacht. Sehr interessant, was da noch kommt. Barnaby, glaube ich, bei TikTok sehr aktiv. Mhm, ja, ich folge ihm auf Instagram, auf TikTok bin ich ja nicht so viel unterwegs. Ja. Aber der haut immer coole Statements raus. Ja. War letztens mit so mit DJs, jetzt nach Corona. Ja. Ey, eure alte Playlisten.
tut die zur Seite. Das könnt ihr austauschen, weißt du? Also, ich will das und das nicht mehr hören. Genau, nach, wenn ihr jetzt neue Playlist raus habt. Cooles Mindset auf jeden Fall. Coole Blick auf Sachen. Also, die Jungs in Frankfurt auf jeden Fall abchecken. Dann in Tübingen entsteht gerade auch eine Welle mit Abed, Nebi, Serda habe ich da gesehen. Mhm. Da sind auf jeden Fall jetzt auch noch mal so eine, man weiß diese Ecke von Deutschland, Stuttgart, ja. hat immer was zu bieten. Ne? Ja. Also Özcan, Teddy, ja, die kommen und andere, alle von da. Also, es ist so eine andere Art von Comedy von da, die ist so echt sehr viel fröhlicher, habe ich manchmal das Gefühl. Mhm. Und die Leute da haben wirklich Hunger, auch die Leute im Publikum. Ich war bei denen auf der Bühne auch, in Tübingen. Ja, stimmt. Also viele liebe Grüße an die Jungs. Sie machen es echt sehr, sehr gut und macht sehr viel Spaß. Und ja. Komm, es ist auch für uns ist auch so eine komische Situation, weil wir haben so viel Dreck gefressen, so ja. mussten viel machen und die wissen das aber zu schätzen. Also die wissen, was wir gemacht ja, haben. Ja, klar, die haben das sagen genau die, auf dem Schirm. Ja, so. Genau, das sagen die immer wieder. Da ist halt so voll. Ja, es ist einfach cool. Khalid ist jetzt demnächst da. Ah, sehr gut. Ist in Tübingen, genau. Da entsteht was. In Berlin gibt es halt Quattro Formaggi, die eigentlich mehr Sketches machen. Aber unter ihnen ist der Abdel. Ja. Und der ist bei uns in Neuss aufgetreten. Und wie war? Ey, es war eigentlich so das Highlight des Abends. Ja. Was? Ey, solide gespielt. Ja. Wir haben ihn vorher gefragt, so, wie viele Auftritte hattest du? Der so, ist vielleicht so mein 12. Nein, okay. Alter, ich habe den selber schon häufig gesehen in Berlin. Wenn ich auf Open Mics war, habe ich den auch gesehen. Ja. Dann hat er, glaube ich, auch bei Quatschclub hat er da die Talentspiele genau, der hat diese Hotshots, genau. Genau, der hat es auch gewonnen. Ah, crazy, sehr gut. Deswegen wusste ich, okay, ich hatte auch das Set gesehen, was er da gespielt hat. Ne? Aber dann war okay, ne? Wenn du neu anfängst, hast du halt nicht immer dein Auftritt so gut abrufbar. Ne? Mal funktioniert der, stimmt, mal funktioniert der nicht. Ne? Ja. Und der schlüpft ja in ganz viele Rollen, ne? Ja. Und ob du das auf der Bühne auf Abruf kannst, aber hat der super gemacht. Sehr echt. Gut, ja. Also Leute sind. Was ist mit das Schwerste, auf der Bühne was zu erzählen und zwischendurch die Charakter zu wechseln? Genau, weil du bist ja nicht mehr so ganz normal du, so, ja. sondern du musst dich voll konzentrieren oder loslassen, so weg von dir, damit du immer wieder in die Rollen rein kannst. Und der hat der immer echt hat die verrücktesten knackig gemacht. Also die Check den unbedingt aus. Vielleicht kennt ihr noch, der hieß vor kurzem noch Mo Comedy, jetzt heißt der Abdel und so, ne? Das, ja, genau. Das ist derselbe. Genau. Auf jeden Fall auschecken. Das sind halt so ein Übertalent, was die Stimmen angeht, was so Impressions angeht. Sehr, sehr krass. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was da noch kommt, wenn er jetzt auch noch Stand-Up richtig reinhaut. Genau. Und bei Hotshots waren viele, von einigen weiß ich leider die Namen nicht mehr, aber da waren viele richtig gute auch. Ja. Ne? Es ist nicht mehr das von früher, wenn du Talentschmiede oder Nightwash Awards geguckt hast, wo du dir dachtest, okay, könnte genau, aber ja. Es ist noch weit entfernt von wirklichem Stand-Up. Aber jetzt hat man so das Gefühl, ey krass, die beschäftigen sich ja voll damit und sind schon voll, kannst du schon fast auftreten lassen. Ja, Mann, also ich glaube auch so, die haben es voll drauf. Also die ganze neue Generation wird voll krass abgehen und die sind auch, das merkst du auch direkt, ja, der gehört dahin. Auf jeden Fall. Also traut euch ruhig in auch kleinere Shows zu sehen, vor allem sogar, ne? Kleinere Shows und offene Bühnen, so, wo nur so 100, 200 sind. Und es müssen nicht die großen sein. Die machen gerade alle wieder auf. Wenn ihr in Nähe Frankfurt seid, Tübingen, Berlin, geht in die kleinen, auch Open Mics. Da ist auf jeden Fall kriegt man da gerade viel geboten. Ja, und es ist auch eine coole Stimmung. Also gerade Open Mics, wenn du da auch im Publikum bist, ist es so ein cooler Abend einfach. Mhm. Und siehst viele verschiedene Leute, siehst viele verschiedene Styles und du bist einfach eingebunden in dem ganzen Ding. Zu Quattro Formaggi gehört ja auch Dings, Achie Entertainer, aha, ist auch einer. Legende eigentlich schon, ne? Ja, eigentlich ist Legende. Ne? Dieses Hieges für ihn. Und letztens ein Video gesehen von ihm. Und ich so, ja, ist wieder so ein Achie Entertainer Selfie Video. Sehr lustig, mal sehen, was jetzt kommt. Er redet so über Döner, wie man bestellt und warum ist es nicht billiger, wenn das und das weg und so weiter. Und auf einmal im Hintergrund Teddy. Ja, du hast es mir vor dem Podcast gezeigt. Es ist so krass einfach nur. Also man hätte es nicht besser skripten können. Ja. Also die Unterbrecher von Teddy die ganze Zeit und die Reaktionen von Achie einfach beide so im Dings. Und es geht die ganze Zeit um so eine Handyhülle, ne? Ja.
Also du bist, das ist so eine 0815 20 Cent Handyhülle und du bist so, ey, das ist gerade so gut gemacht. Machen die gerade Werbung für diese Handyhülle? Ja. Ich weiß nicht genau. Genau, machen die absichtlich Werbung für diese Handyhülle? Weil es ist natürlich Werbung für diese Handyhülle. Diese Handyhülle ist das ist ein omnipräsent. Star, so. Ja. Und wenn nicht, ist es noch lustiger. Wenn das keine Werbung ist, ist es noch geiler. Ja. Und ich weiß, dass Achi spontan immer sehr witzig ist. Deswegen glaube ich nicht, dass es geskriptet ist. Nein, das glaub ich nicht. Genau, weil es sind so seine Antworten immer. Ja. Aber die kommen schon echt. Also sie hätte besser nicht planen können. Genau, das ist untoppbar. Ja. Also sogar der Schluss. Ja, sogar der Schluss. Sogar der Schluss ist, es ist rund Deckel drauf, ne? Sehr, sehr nice. Also müsst ihr mal, können wir den Link unten reinhauen? Ja. Yeah. Guckt euch das auf jeden Fall mal an, das ist cool. Das ist wirklich Highlight gewesen. Vielleicht können wir es einfach auch stur hier laufen lassen. Mal sehen. Vielleicht besser. Wir müssen die mal fragen, ob das geht. Aber sehr, sehr, sehr nice. Unbedingt angucken. Ja, Mann. Wir haben das jetzt viel zu wenig benutzt. Also wir echt, ne? Man vergisst Bruder, das. Was? Bruder, das, was? Bruder. Es ist gerade nichts passiert, aber es war wichtig, dass wir darüber noch reden. Du hast noch ein Game mit dabei. Genau. Hab ich? Eigentlich ist das, was wir immer spielen, entweder das oder das. Ja. Yeah. Ne? Nur das halt, was würdest du tun? Was würde ich tun? Genau. Komm, wir gehen mal in die Mitte, so, mal gucken. Also du legst mir eine Karte hin und du ziehst einfach eine und dann guckst du, was drauf ist. Ja? Ja. Also da drauf steht, was tun? Entweder oder. Ja. Entweder oder. Ich müsste eigentlich. Ich also glaub, würdest du lieber? Genau, würdest du lieber. Würdest du lieber, okay. Banaisa. Ich esse einmal täglich eine Portion Hundefutter. Oder ich beginne jeden Satz, den ich ausspreche, mit Gebell. Boah! Also zum Beispiel so, ich beginne jeden Satz, den ich ausspreche, mit Gebell, also so, ho, ho! Wie viel Uhr haben wir? So. Ja, genau, das ist das. Okay, wie lange steht da drauf? Ein Tag, oder? Nein, forever. Forever? Boah! Ey, harte Frage. Hast du den Rest deines Lebens? Nee. Ich meine, was ist in Hundefutter? Ist es nicht einfach nur kaltes Essen? da ist alles Mögliche drin. So Fleisch, keine Ahnung, Reste Fleisch, auch Reste viele auch. Reste, ja, klar. Ne? Das sind auch viele so. Also nee, muss nicht sein. Ich nehme das Gebell. Okay, dann für den restlichen Podcast würde ich sagen, nee, du bist dran. Okay. So, entweder, wenn ich niese, führe ich immer ein Tänzchen auf, oder ich trockne meine Nase immer, an dem ich die gab, der mir am nächsten sitzt. Also, entweder Hachi und Dance oder Hachi und. Also, ich glaube, forever. Forever, ja. Ja, okay. Ich glaube, mein Leben ist sehr viel interessanter, auch was die Mitmenschen angeht. Wenn ich jedes Mal nach dem Niesen so suche, wer ist? Entschuldigung, ist eine Krankheit. Ja, das ist sehr viel interessanter, das Leben. Viel länger interessant auch. Das Tanzen, man gewöhnt sich irgendwann daran, ist kein Highlight mehr. Du kannst halt auch so ironisch tanzen, du kannst dich so durchmogeln. Weißt du, du kannst sagen, ja, ich bin Comedian und guck dir in die Augen währenddessen und dann ist vorbei. Ja. Weißt du, und irgendwann mal bist du okay damit, du kannst auch gelangweilt tanzen. Du kannst das Tanzen gar nicht so sportlich machen, so dass du es wirklich als Strafe die ganze Zeit hast. Aber dieses mit der Nase ist schon so. Ey, genau. Du weißt nie, wer am Polizeikontrolle nächsten, wer, genau, bei Polizeikontrolle ist die Polizei direkt neben dir. Nee, ich weiß, was die gerade denken, aber ich erkläre gleich. Ich mach das immer so. Ja, noch eine Runde. Ja. Noch ein. Wenn es an der Tür klingelt, öffne ich nackt. Oder ich nehme nackt. War alles nackt. Ich nehme nackt an das Supertalent teil. Boah. Ey, boah, Alter. Ja, das ist beides. Man kann nicht. Nee, aber. Also man tut so, als wäre es so ein Vertrag, den wir ab morgen wird das so sein, aber. Genau, aber dann lieber das öffnen, weil das andere ist, also jede ganze Welt sieht dich auf einmal. Aber ich meine, eigentlich sehen dich nur die Leute vor Ort, die du nie wiedersehen wirst bei Supertalent, da ist ja auch Publikum, ne? Ja, aber es wird im Fernsehen ausgestrahlt. Ja, aber die dürfen ja nicht. Die zensieren ja diese Teile.
diese Clarys und so, das zensieren die ja und ja. keiner sieht. Ja, du kannst sagen, ja, ich hatte so Haut unter Hose an. Nein, das kannst du nicht sagen. Das ist alles zensiert. Das ist zensiert. Du bist der nackt bei Supertalent war. Hey, da ist der Nackte von Supertalent. Junge, deine Tante klingelt bei dir, du bist nackt. Die klingelt ja. auf, hey. Genau. Es wird sich nach so 10 Leuten, die bei dir geklingelt haben, wird sich das rumgesprochen haben. Klingel nicht bei dem, der ist nackt. So, ruf den lieber an. Ja, stimmt. Und vor allen Dingen auch so, ich weiß ja, was los ist, die Tür geht auf und bleib einfach bei meinen Augen. Genau, bleib. Genau. Und dann ist Bademantel im Flur und es ist halt ein Vertrag, den ich eigentlich. Ja. Und du kannst auch vorher mal sagen, weißt du? Ja. So, ey, wer ist da? Ich bin nackt, ne? Du weißt. du weißt, ich hab letztens bei Bruder was diese eine Karte. Ich bin der immer nackt ist. ja, genau. Du kannst einfach viel mehr machen, als wenn du nackt berühmt wirst. Junge, hör auf. Diese nackte Karte hier. So, während der Fußball-WM singe ich die Hymne in einem ausverkauften Stadion so falsch wie möglich. Ja, gut, sehr nice. Ja. Ich brauche zwei nicht mehr. Nee, ich brauche ich nehme am Eurovision Song Contest teil und werde Letzter mit 0 Punkten. Ja. Ah. Yeah. Oha. Oha. Also mir ist beides scheißegal. Beides ist mit... Ich muss ja antworten, du Geier. Ja, genau. Das geht nur um mich. Meine egozentrische, Alter. Echt? Meine Meinung ist wichtiger. Also, ich weiß, was du sagen willst, aber... beides ist mir voll scheiße. Ich glaube, ich hätte sehr viel mehr Spaß bei dieser Hymne. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my God! Doch, ich glaube auch. Die schiefen Töne. Bruder, so weißt du, dieses... Ah, ich hätte so Spaß, ja, Alter. Genau, weil mit Eurovision Song Contest mit 0 Punkten... Ich meine, da kann man auch Spaß mit haben. Auch. Du könntest ja da, man könnte die Nationalhymne singen und dafür da, die 0 Punkte kriegen. Ja, man kann dir da falsch. Aber im Stadion kommt geiler. Im Stadion. So viele gucken gerade zu. Richtig falsch, aber. Das ist ja unglaublich. Okay, ich habe noch eine Frage für dich. Ja. Was ist der coolste Spitzname, den dir jemand mal so gegeben hat? Es gibt ja so Spitznamen, die halten nicht lange. Ja. Gerade sind meistens diese ganz, ganz coolen. Ich habe selber keine Antwort darauf, ne? Aber vielleicht hast du. Boah, der coolste. Oder was waren überhaupt so Spitznamen bei dir? Ah, Bunny ist das bekannteste, dann Benji, Benjo. Nein, echt? Den kenne ich gar nicht. Die sind so, das waren auch immer nur kurze Dinger. Okay, ne? Und Benny, das sind so Sachen, die korrigiere ich dann auch immer direkt. Ja. Immer, Benny geht nicht. Ja. Benny geht überhaupt gar nicht. Bei mir war einmal einer, hat probiert Sam. Weil ich heiße Osama und dann der so, zu mir ist Sam. Ich so, nein. Sam geht nicht. Genau. Manche sagen auch nur Isa. Aha. Ja, zum Beispiel. Okay, Araber, oder? Hä? Bestimmt Araber. Nee, Albaner. Also die ich kenne, sind Albaner, weil Isa kennen die. Ja. Isa. Und dann ist nur noch Isa. Ich so, ja, Ben Isa. Es kommt, ist schon mit Isa, ist Isa gemeint. Aber dann ist Isa. Ey, Isa. Das ist dieser Isa. Aber was noch? Sonst fällt mir keiner gerade ein, so. Aber. Nee. Mm. Nee. Gut. Dann letzte Frage. Jackson. Mein Nachbar. Genau. Nein. Immer mich Jackson genannt. Nein. Genau. Weil als Kind hatte ich voll die Locken. War Michael Jackson. Ja. Es fing an mit Michael Jackson, dann irgendwann. Hey, Jackson. Aber derselbe Typ auch Schlumpf. Ey, was geht Schlumpf? Nein. Ja. Was? Warum Schlumpf? Schlumpf, weil der hat alle Kinder Schlumpf genannt. So. Der war halt größer. So kleine so. Steppke, so. Genau. Geht Schlumpf. Was geht Schlumpf? Das ist cool. Nachbarn Weckhofen. Ja, crazy. Du kennst auch bei Flughafen und dann ist diese Security bei Gate und so, ne? Mhm. Findest du es nicht immer komisch, wenn du so Gürtel ausziehst und dann aufs Band legst und dann danach, wenn du alles wieder zurückbekommst, so den Gürtel in der Öffentlichkeit anziehst? Ja, ja. Das ist komisch. Das ist ein scheiß Move. Das ist so, vor allem das Zumachen des Gürtels. Ja, das Zumachen hat sowas... Du warst gerade auf Toilette. So. Sowas Räudiges auch. So, was macht der... immer wieder. Ja. Aber ich glaube, man muss gar nicht mehr, ne? Eigentlich ganz Gürtel, oft. Ja, genau. Gürtel muss nicht überall. Boah, ich glaube, Schweiz
war das letzte Mal, dass ich Gürtel auch ausziehen musste, als ich Schweiz zurückgeflogen bin. Aber sonst Gürtel, also Jacke immer, Mütze, genau. Mütze muss ich immer, ja, Mütze muss ich immer abnehmen. Und Maske hier, ne? Ja, einmal zur Seite. Oh, ich bin lange nicht mehr geflogen, Alter. Mhm. Krass. Ist so ein, das Bonzigste und Asozialste, was ich, glaube ich, oft gemacht habe, was so Fliegen angeht, wenn ich einen Auftritt hatte in Berlin oder so, war so mit dem Auto zum Flughafen, Auto stur ganz normal im Parkhaus lassen. Mhm. Und ab dann habe ich mich immer so gefühlt wie so ein Serienkiller. Oder so ein Mörder, der so richtig krass keine Spuren hinterlässt, weißt du? Ich lasse das Auto da, vor allen Dingen Rückflug. Ich habe alles ready schon, Gürtel ausgezogen, Tasche so, die Sachen alle in der Tasche, so diese Kleinigkeiten, dann komme ich ganz schnell da durch, dann weiß ich, wo mein Auto ist, so, zahle das, Film. Und so ohne Fehler, so du zahlst mit Karte einfach auch Parkhaus, tick. Und fahr wieder zurück, Musik an. Geil. Junge, das habe ich bestimmt 3-4 Mal in meinem Leben gemacht. Ja. Und jedes Mal war ich so, alright, alles war viel teurer als der Auftritt, aber scheiße. Du hast einfach alles, was du verdient hast, daran. Nein, nicht, aber zu viel. Ja, ich weiß. Das ist crazy. Ich habe letztens Hip-Hop gibt dir, also Deutschrap ist ja oft sehr, sehr lustig, unfreiwillig, ne? Mhm. Ich habe so eine Sache letztens in meinen Notizen gefunden. Und zwar war so die Headline bei irgendeiner Rap-News in Deutschland, war so Urteil Brate, also der Tee von, ne? Capital Bra. Geschmacksanalyse von Farid ergab übertrieben gut. Manuelsen kam noch genauer auf den Punkt. Boah, krass. Was für eine Analyse? Das war die Analyse. Das war die Headline. Das war so, er kam noch genauer auf den Punkt. Ich so, Bruder, Alter, was ist das für eine Werbestrategie, Alter? Was? Übertrieben krass. Genau. Übertrieben gut und boah, krass. Ne? So, weißt du, wie schmeckt der jetzt? Ja. Und dann gehe ich da drauf, weil ich dachte, vielleicht ist mehr in diesen News. Ne? Und das ist aber so, einfach bei denen war das gerade bei Insta und der Capital Bra war mit beiden und hat so testen lassen. Also beide trinken gerade. Übertrieben gut. Schnitt. Dann ist Manuelsen dran. Boah, krass. Schnitt. Also, das, ich habe es einfach aufgeschrieben. Ich weiß nicht. Es war einfach... Das ist einfach so. Mehr muss man nicht dazu sagen. Das ist genau das, was dieser Tee braucht. Das ist genau das. Ich habe einen neuen Geschmack. Typen im Labor sind so plupp mit so Aromastoffen. Plupp. Ja, vielleicht, ja, ich weiß nicht, wie es. Vielleicht ist es gut. Und dann kommt am Ende so einer, der sagt: Ja, übertrieben gut. Oh mein Gott. Ja, sonst habe ich nichts. Ich auch nicht. Sonst habe ich nichts. Also alles dann, gut. Das war die Folge dann, ne? Genau. Ja, okay, ja. Doch, wir sind schon richtig weit. Schon weit, lang, mein Freund. Ja. Dann würde ich sagen, das war's von uns. Hey, das war Bruder Was. Bruder Was. Geht auf jeden Fall runter. Oh. Guckt euch die Links an. Oh. Yeah. Macht die Glocke an, abonniert. Teilt mit deinem Freund, deinem Onkel. Oh. Teiliere. Diese Zeit. Oh. Ey, denkt auf jeden Fall an die Siege. An die Siege. Die Siege. Oh. Diese oh. Siege. Diese Siege, ah, diese Siege. Jetzt noch Mundharmonika. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bruder Was. Ha! Was geht, Bruder?